Die griechische Regierung muss weiter auf dringend benötigte internationale Finanzhilfen warten. Auch nach mehrtägigen Verhandlungen haben die Geldgeber von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds eine Liste mit Reformvorhaben der Athener Regierung nicht akzeptiert. Die Vorschläge seien unzureichend und müssten nachgebessert werden, hieß es aus Brüssel. Eigentlich sollte Griechenland die Liste heute präsentieren. Von ihr hängt ab, ob das hochverschuldete Land weitere 7 Milliarden € an Hilfen bekommt. Peter Dahlheimer ist für uns in Athen. Jetzt hat zusätzlich auch die US-Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Griechenlands um 2 Stufen gesenkt. Wie dramatisch ist denn die finanzielle Situation in Griechenland zurzeit? Sie scheint sehr dramatisch zu sein. Die Steuereinnahmen sind ja wegen der politischen Krise, wegen der Debatten mit Europa um die Hilfsprogramme zurückgegangen. Die Griechen räumen ihre Bankkonten, zumindest diejenigen Griechen, die noch Geld auf der Bank hatten. Und gleichzeitig muss die Regierung zahlen, 1,5 Milliarde € im April, am 9. April genauer gesagt, an den Internationalen Währungsfonds. 2,4 Milliarden Euro am 14. und 17. April Rückzahlung von Pfandbriefen. Anfang April, Anfang des Monats müssen Beamtengehälter und Renten gezahlt werden. Die Lage ist sehr dramatisch. Deswegen sprach Ministerpräsident Tsipras hier am Wochenende von einer drohenden Staatspleite, was ja erstens mal nicht so neu ist und auch nicht besonders überraschend in den vergangenen 5 Jahren. Aber dennoch wurde es von Teilen der deutschen Öffentlichkeit als Drohung aufgefasst, so als ob Tsipras damit drohen wollte, eine Staatspleite hinzulegen, nur um Deutschland zu ärgern. Die Bürger in Griechenland haben nach dem Regierungswechsel ja viel Hoffnung in die neue Regierung gesetzt. Wie ist denn im Moment die Stimmung im Land angesichts der immer bedrohlicher werdenden finanziellen Lage? Die Griechen stehen noch immer hinter dieser Regierung. Zwar ist die Quote gesunken von 80% auf 60%, aber die Mehrheit der Griechen hält es immer noch für richtig, dass etwas unternommen werden muss gegen die Folgen der Sparpolitik in Griechenland, gegen die wachsende Armut, gegen die unglaublichen Defizite im Gesundheitssystem. Das ist ja auch das Mandat, das die Griechen dieser Regierung erteilt haben. Man darf sich da nicht täuschen. Die Griechen haben nicht Syriza gewählt und Tsipras, weil sie den so und die Partei so für toll finden, sondern weil sie darin die einzige Chance sehen, die alte Parteienriege vom Regierungstisch zu bekommen und wirklich etwas zu erreichen in den Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern. Aber auf der anderen Seite sind die Griechen mittlerweile auch nervös geworden, wie das Räumen der Bankkonten derzeit zeigt. Peter Dahlheimer via Skype aus Athen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.